Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Faktenvideo auf meinem Kanal. Und heute an diesem wunderschönen Samstag möchte ich euch gerne 12 Fakten über Sir Cadogan präsentieren. Ein Charakter, der vermehrt in den Büchern und weniger in den Filmen vorkam, weshalb das Ganze hier wahrscheinlich nochmal interessanter wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Fakt Nummer 1. Bei Sir Cadogan handelt es sich um einen kleinen Ritter, dessen Gemälde innerhalb der Harry Potter Geschichte in einem Korridor im 7. Stock nahe des Südturms zu finden ist. Fakt Nummer 2. Jedoch war Sir Cadogan selbst natürlich auch schon unter den Lebenden unterwegs. Genauer gesagt im Mittelalter als hoch angesehener und geschworener Ritter der Tafelrunde und Freund des sagenumwogenen Zauberers Merlin. Fakt Nummer 3. Auch Sir Cadogan selbst ging einst auf die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde dort dem Haus Gryffindor zugeteilt. Es ist davon auszugehen, dass Godric Gryffindor persönlich sein Lehrer auf der Schule war. Fakt Nummer 4. Sir Cadogans damaliger Zauberstab war 9 Zoll lang, bestand aus Schwarzdorn und besaß einen Kern aus Barthaaren eines Trolls. Darüber hinaus wird er auch als entflammbar beschrieben, was auch immer das zu bedeuten hat. Weiter geht es mit Fakt Nummer 5. Insgesamt war Sir Cadogan 3-mal mit unterschiedlichen Frauen verheiratet und zeugte mit diesen insgesamt stolze 17 Kinder. Fakt Nummer 6. Mit zu den glorreichsten Taten Sir Cadogans gehört ohne Zweifel sein Kampf gegen den Lindwurm von Wei, ein Tierwesen ähnlich dem eines Drachen, welcher die Bewohner der umliegenden Dörfer terrorisiert haben soll. Doch erwies sich sein erster Versuch, dieses Wesen zu besiegen, als nicht unbedingt erfolgreich. Es endete nämlich damit, dass sein Zauberstab, sein Schwert und sein Visier zerstört und sein Pferd getötet wurde. Erst beim zweiten Versuch ergriff Sir Cadogan ein dickes Pony von einer nahegelegenen Wiese und stürmte mit diesem auf das Monster zu, wobei er gleichzeitig seinen zerbrochenen Zauberstab schwang. Obwohl Sir Cadogan gefressen wurde, durchstach sein Zauberstab die Zunge des Lindwurms, wodurch sich die Gase in seinem Magen entzündete und das Monster explodierte. Fakt Nummer 7. Der Name von Sir Cadogan befindet sich ausschließlich in der Zauberer-Version der Erzählung und Sage König Arthurs. In der Muggel-Version ist sein Name nicht zu finden, auch wenn man zugeben muss, dass er selbst unter Zauberern nicht der bekannteste ist. Fakt Nummer 8. Der Name Cadogan bedeutet so viel wie Ruhm im Kampf und stammt vom walisischen Wort Cad für Kampf und dem Begriff Gogan ab, was wiederum für Ruhm und Ehre steht. Fakt Nummer 9. In J.K. Rowlings Heimatstadt Edinburgh befindet sich eine Straße namens Cadogan Road. Genauer gesagt befindet sich diese im Liberton Viertel. Fakt Nummer 10. Gesehen hat man Sir Cadogan nur im dritten Teil von Harry Potter, wo er vom walisischen Schauspieler Paul Whitehouse porträtiert wurde. Ansonsten war er nur in den Videospielen zu Teil 3, 5 und 6 zu sehen. Fakt Nummer 11. Innerhalb der magischen Welt gibt es ein berühmtes Sprichwort, das wie folgt lautet: Ich schnappe mir Cadogans Pony. Dieses wird aber nur von meist älteren Hexen und Zauberern verwendet und bedeutet sinngemäß so viel wie: Ich versuche, das Beste aus meiner verzwickten Situation zu machen. Und der letzte Fakt, Fakt Nummer 12. Noch als kleine Randinfo für alle Interessierten. Während Rufus Beck in seinem Hörbuch zu Harry Potter Cadogan immer so spricht, dass seine Betonung auf der ersten Silbe des Wortes liegt, spricht ihn Stephen Fry, Hörbuchvorleser des englischen Originals von Harry Potter, immer mit Betonung auf der zweiten Silbe jedes Wortes. Ja, das war mein etwas längeres Faktenvideo über Sir Cadogan. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und solltet ihr dann noch was Zeit übrig haben, checkt doch gerne mal die anderen beiden Videos hier links und rechts von mir ab. Und in diesem Sinne euch allen einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!